Sie saßen doch bestimmt schon ganz oft irgendwo weinend im Park oder am Hauptbahnhof und haben sich gedacht, warum ist keiner da, der mir hilft? Und wir von MixTV, wir sind ganz tolle Helden und wir kommen und wir helfen ihnen. Stimmt's? Oh. Sehen Sie. Hallo, brauchen Sie Hilfe? Nein, danke. Darf ich jemanden verhaften? Nein. Warum nicht? Dieser arme Mann guckt sehr traurig rein. Sehen Sie sich das mal an. Der sucht bestimmt seine Mami oder so. Ja, jetzt geht er weg. Scheiße. Brauchen Sie Hilfe? Nein. Warum nicht? Darf ich Ihnen nicht helfen? Okay, wir sind doch zwei Mann hier. Das langt. Und wenn ich Ihnen helfe, das aufzuessen? Oh Mann, wieso drehen Sie sich alle um? Das ist total scheiße. Ich helfe niemandem mehr. Ich nehme Ihnen was ab und Sie schenken mir jetzt eine Mandel, oder wie? Wie bitte? Hallo, kann ich dir helfen? Sag mal nein. Sag mal nein. Nein. Naja, nur ich hätte gerne mal gewusst, wann der Bahnhof endlich fertig ist. Morgen, weiß nicht. Morgen. Soll ich dir helfen, die Wurst aufzuessen? So viel zu groß für dich. Ich weiß nicht, das sollte zur Expo fertig sein. Die Expo ist ja bekanntlich an die Tür. 2000 war vorgesehen. Jetzt haben wir März 2001, ist noch nicht fertig. Nein, wir haben natürlich 14. April 2001. Ja, ist vorgesehen, soll dann fertig sein. Kann ich Ihnen helfen? Sie können mir ruhig die Geheimnummer sagen. Ich verrate Sie auch keinen weiter. Ach nee, das ist ja die PIN-Nummer von deinem Handy. Oh, scheiße. Fuck. So, ich muss weiter. Tschüss. Tschüss. Müsst du irgendwo hin? Suchst du jemanden? Nein. Wovon kommst du denn? Ich komme aus Prake. Ich komme jetzt vom Riverdance. So. Das ist schön. Soll ich Ihnen zeigen, wo Ihr Zug ist? Oder? Nein, ich weiß, wo mein Zug ist. Nur er fährt leider samstags nicht. Ach so, okay, selbst schuld. Tschüss. Kann ich dir helfen? Ja, wenn du möchtest, kannst du mir helfen. Darf ich dir das Handy halten? Soll ich dir das tragen? Soll ich dich tragen? Soll ich dich irgendwo hin? Kann ich dir was zu essen kaufen? Gib Geld. Brauchen Sie Hilfe? I speak English now. Can I help you? No, actually, I don't need nothing. Why? What do you want to help me? Soll ich Ihnen zeigen, wo Ihr Zug fährt oder wann? Umsonst? Will ihn töten, will ihn killen und seinen Kopf mit Scheiße füllen. Hallo, braucht ihr Hilfe? Nein. Warum guckt ihr dann so? Ihr braucht doch bestimmt Hilfe. What do you do in Hamburg? No, actually, I would like to see my friend of mine. Hab ich nicht verstanden, aber das ist gut. Wo fahren Sie hin? Nach Klick. Warum? Weil ich da wohne. Brauchen Sie da Hilfe? Wobei? Weiß ich nicht, Haushalt? Nein. Can I help you other, with other things? Yes, please, can you help me with weekend? Wir dachten, das wäre im Fernseher hier. Ja, sind Sie, seid ihr ja auch. Und wir wollen euch helfen, im Fernsehen. Auf welchem Programm ist das? Offener Kanal, ein sehr hilfsbereiter Sender. Braucht ihr Hilfe? Nee. Actually, I would like to go home, but I don't know what the hell you want me, what the hell you want help for. I don't know. I want to help you because this guy tell me I should help some. About what? Tell me, how about what? Willst du mir helfen bei irgendwas? Should I carry you to your bus or to your train? Yeah. Okay, komm. Komm mal Montag mit nach Gorleben, dann helf mir den Castor aufzuhalten. Machst du das? Also ich hab Montag Klavierunterricht und ich muss Nachhilfe geben. Aber sonst kann ich immer. Ich kann nur donnerstags. Nee, Donnerstag habe ich einen Zahnarzttermin. Kann man damit im Bus fahren mit dieser Karte vom Zug? Da gibt es Busfahrer, die kannst du fragen. Ich dachte, Sie können uns helfen. Ich kann Ihnen so einen Zettel geben, wo drauf steht, dass Sie das lassen sollen mit dem Castor-Transport. Echt? Danke. Ja, okay, danke. Tschüss. Ich hab geholfen. Suchen Sie Ihren Zug? Ein Zug steht zum Beispiel da. Ja. Ich mache Ihnen jetzt einen Zettel. Fett. Meine erste Demonstration. Stopp. Castor, jetzt. Aber wir müssen höflich bleiben, das hören Sie nicht. Ich will aber meinen Kugelschreiber nicht mehr. Naja, bitte ist nicht. Ach komm, wir müssen höflich sein, sonst hören die noch nicht. Die sind doch auch nicht höflich. Das ist das Zauberwort. Die laufen dann mit ihren Piesen, die sind auch nicht höflich. Na gut, das ist ja okay, schon. Dann sagen wir. Ja, genau, das ist doch schon. Ja, genau, Befehlsform. Das haben Sie ein Helfersyndrom? Ja. Ja, dann lassen Sie sich mal kurieren, vielleicht ist Ihnen jetzt. Ja, vielleicht muss mir geholfen werden. Die schreckliche Wahrheit ist ans Licht gekommen. Atomkraft, nein, danke. Peace.
Wir setzen auf Kohlekraftwerk, verbrennt die Wälder. Nicht Kohle. Auf, wenn wir Kohle nehmen, dann verbrennen wir die Wälder nicht. Kind, keine Ahnung von Umweltverschmutzung, also nein. Das muss geübt sein. Hast du schon deinen Pass gefunden? Nein. Was für einen Pass suchst du denn? 24. Musst du nach draußen gehen? Hier drinnen fährt er bestimmt nicht. Ja. Dann soll ich die nach Hause fahren? Nein, das wollen sie nicht. Wir haben eine Zugfahrkarte. Hätte ich sowieso nicht gemacht. Hallo, kann ich dir helfen? Nein. Soll ich dir den Lutscher aufessen? Der ist doch bestimmt viel zu groß für dich. Guck mal, du quälst dich doch schon ab. Warte, ich drehe ihn für dich. Nein. Gib! Ich helfe ihr. Nein. Kann ich Ihnen helfen? Nein, können Sie nicht. Wieso? Weiß nicht, kann ich Ihnen helfen, guten Geschmack zu kriegen? Wir haben schon guten Geschmack hier. Kann ich Ihnen dabei helfen, den zu verteilen? Anzustecken. Anzustecken? Ja, guter Geschmack ist anstecken. Was Leute von heute, die brauchen nicht mehr irgendwie, also... Solidarität oder Zusammenhalt oder irgendwie, dass sich einer den anderen hilft, das ist alles nur noch Vormache und Getue und Gehabe. Das ist unser Thema der Sendung. Das ist ein Mann, der weiß, was in der Welt läuft. Ist auch ein bisschen lahm heute. Und die kann ich verteilen? Ja. Aber die darf ich nicht selber rauchen, weil... Nee, darf ich ja, ich bin 16. Wenn Sie Hilfe brauchen, sagen Sie es mir, ich tue alles für Sie. Verarschen brauchen Sie nicht, dazu habe ich zu viel im Schädel. Oh, ich will auch welche haben. Hier. Dankeschön. Ich brauche gar nicht. Hallo, brauchen Sie Hilfe? Nee. Brauchen Sie Zigarillos? Nein, ich rauche. Wollen Sie trotzdem... Sie können die ja weiter verschenken, die ist ja, für guten Geschmack. Und brauchen Sie Hilfe beim Weiterverschenken? Wir haben mehr davon. Wir haben haufenweise davon. Ist euch damit geholfen? Ja. Gut. Das ist gut für meine Bronchien. Danke. Okay, bitteschön. Soll ich mithelfen, das umzudrehen? Das ist aber eine schwere Arbeit. Stellen Sie sich vor, das machen Sie jetzt den ganzen Tag. Was meinen Sie, wie Ihr Handgelenk nachher wehtut? Brauchen Sie sonst noch Hilfe? Nö. Ich biete Ihnen 100 Mark, wenn Sie Tour 3. Geh weg. Nee. Soll ich Ihnen helfen, die Würste wegzumachen, zu verputzen oder sowas? Also ich nehme ein paar mit nach Hause. Brauchst du Hilfe? Nein. Willst du ein Zigarillo? Von Independent. Guter Geschmack ist ansteckend. Nein. Willst du sie nicht haben und weiter verschenken? Ich will sie nicht haben. Schmeiß sowas nicht weg. Das war ein höfliches Geschenk. Na gut, weil du es bist. Dankeschön. Jetzt habe ich dir sehr geholfen. Ich habe dir ein schönes Gespräch geliefert. Jetzt gehe deinen Weg. Ja, stimmt. Finde deinen Weg. Ja, vielen Dank. Okay. Wenn du deinen Weg finden willst, musst du jetzt losgehen. Dann geh mal schön weiter. Da. Geradeaus, bitte. So, I help you very much. Goodbye. Habe ich schon ausprobiert. Schmecken scheiße.